Wahrscheinlich Silas. Silas ist wieder zurück in der Schule. Silas hat es lassen. Hoi, heute geht es um die Schweizer Nazi, Luca Hanni seine neue und dem grössten Fastfood-Rechtsstreit der Schweiz. Mit dabei, Cam oder Ski, der Jonas. Der letzte Mensch, der ein Hollister-Shirt trägt. Am Prompter, Jenna, die junge, sympathische, super coole Produzentin. Jenna, hör auf, Sachen im Prompter schreiben. An den Kommentar, der Neil, mein drittliebster Fluss. Von mir aus sieht es übrigens ein bisschen aus, als hättest du keine Hose an. Ich habe auch keine Hose an. Verantwortlich der Phil. Also, für diese Sendung. Verantwortlich für sein Kind ist seine Frau. Offensichtlich. Und wieder entlohnt aus der SRF Sport U-Haft, der Joso. Ich habe dreimal Essen bekommen. Du alter Rassist. I'm not in a mood, cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Bürgerstock, was ist eigentlich das für eine Shitshow gewesen? Im Luxusresort über dem Vierwaldstättersee haben sich nicht ganz 100 Führungspersonen aus allen Herren Ländern getroffen, um über den Frieden in der Ukraine zu tagen. Mit dem Resultat, kein Frieden. Wie sind sie vorgegangen? Sie haben unter anderem Arbeitsgruppen gebildet, um an Themen zu arbeiten. In unserer Vorstellung jetzt am Bürgerstock etwa so ausgesehen. Herzlich willkommen auch zum Friedensgipfel. Oder wie wir hier in der Schweiz sagen, Friedensgipfel. Hier ein kleines Bild zur Auflockerung. Bitte schön, Spanien, was habt ihr flott erarbeitet? Herzlich willkommen zu unserer Präsentation zu Frieden in den Ukraine. Wir haben uns überlegt, für der Waffenruhe ist gut, wenn man einfach macht, nicht mehr schießen. Nicht mehr schießen machen, bitte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Adios, hasta la próxima. Fragen, Feedback? Ja, für mich, die hat gut geredet, hat immer geschaut in Leute und auch gut, für gute Bilder gemacht. Und ich jetzt auch weiß, ist Ukraine, nicht Ukraine. Für mich ist wichtig, seht ihr. Danke. Kommt noch dazu, die haben viel zu viele Ablenkungsmöglichkeiten gehabt. Sie waren in einem Luxus-Resort. Auf dem Bürgerstock machst du ja nichts anderes, als deine Eier im Whirlpool schaukeln, brunchen und die über arme Leute lustig machen. Natürlich darf das Instapic im Infinity-Pool nicht fehlen. Ich freue mich schon auf den Nahost-Friedensgipfel auf dem Bürgerstock im Hammam-Bitz über die Hamas reden. Aber unter uns, mich interessiert schon Frieden, wenn gerade EM läuft. Olé! Hey. Ab Schweiz! Seid erwachsen, Jungs! Google News, EM-Spezial. Schweiz! Die Schweizer Nazi hat sich bei der UEFA beschwert, dass der Rasen auf ihrem Trainingsgelände nicht so super gute Qualität hat. Ganz ehrlich, der Rasen sieht da richtig katastrophal aus. Es sieht aus, als hätten sie alle Grasüberreste aus Deutschland genommen und irgendwie versucht, so einen Patchwork-Teppich aus der Conforama zusammenbasteln. Die UEFA wird den Rasen aber ersetzen, das ist alles gut. Ich glaube sowieso im Fall, das ist so, das haben die Deutschen extra gemacht, weil sie ein bisschen Schiss vor der Schweizer Mannschaft haben. Die Schweizer Mannschaft ist übrigens die ganze EM mit dem Zug unterwegs. Nach dem Sieg gegen Ungarn haben sie auf dem Rückweg ins Camp auf Stuttgart schon 30 Minuten Verspätung gehabt. Als braucht eine EM nicht schon genug Nerven, fahren sie mit dem schlechtesten ÖV auf dieser Welt umeinander. Sie beschissen das Bits, weil es reist da immer noch ein Reisebus zur Sicherheit mit. Und nach dem Schottland-Spiel fliegen sie, glaube ich, zurück. Hauptsache, es ist schlecht für die Umwelt. Aber es ist deutsche Umwelt, von dem her ist es nicht so schlimm. Ein Highlight von der EM ist übrigens der Fan da. Gut, kann man darüber streiten. Ich finde sowieso, die ganze EM ist recht Essen fokussiert. Vor dem Spiel zwischen Albanien und Italien ist es zu diesen wüsten Szenen gekommen. Das hat in Italien für Entsetzen gesorgt und die Mannschaft so verwirrt, dass sie schon nach 20 Sekunden ein Goal kassiert haben. Albanien schiesst damit das schnellste Goal in der EM-Geschichte. 20 Sekunden. Oder wie der Moiri sagt, 2x6. Ich finde das mega schlimm. Ich bin zur Unterstützung dann auch direkt zu meinem Lieblingsitaliener essen. Also in ein italienisches Resti, das von einem Albaner geführt wird. Authentische italienische Küche halt. Aber auch das Spiel zwischen den Niederlanden und Polen sorgt für einen kulinarischen Leckerbissen. Der Trainer von Holland hat ein bisschen Hunger bekommen während dem Match und sich einen kleinen Snack gönnt. Njam, njam, njam. Erinnert ein bisschen an den Jogi Löw. Und irgendwie schließt das gerade den Kreis, weil egal ob Fondue oder Fußball, gleich stinken muss es. Google News, EM-Spezial. Danke, Joso. Bitte, Matteo. Wer wird Europameister? Deutschland. Spanien. Frankreich. Was sagst du? Schweiz.
Brasilien. So, jetzt zum Verlierer von der Woche, also zu mir, wenn es ums EM-Tippspiel geht. Oder zum @LordVampire7515, wenn es um Studio 404 geht. Auf die Frage, welche Farbe bekommen Schlümpfe, wenn man sie würgt, hast du geschrieben, sorry, aber Schlümpfe würgt man einfach nicht. So perverser Scheiß überlassen wir bitte einfach der katholische Pfarrer. Ehrenlos. Rebi, was ist die Frage von dieser Woche? Wir kommen zum Verlierspiel und damit geht es schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar, wer kontrolliert am Kontrolleur sein Billett? Unter allen falschen Antworten verlosen wir... Meine Meinung zu Petzene. Schreib deine Antwort in die Kommentare und vielleicht bist du bald schon Besitzerin oder Besitzer von dem Zettel da. Viel Pech. Danke, Rebi. Der Luca Hanni ist Vater geworden. Was du beweist. Bravo, Luca. Ja, er ist Vater geworden, was beweist, jeder kann Vater werden. Gratulation an Luca Hanni. Und wie heißt sie? Mir hast du nicht gratuliert, als ich Vater geworden bin. Jo, gibt es ja nichts zu gratulieren. Also, ist ja wie so, was? Oh, cool, haben wir dann in 18 Jahren weiter einen Sozialfall im Kanton Zürich. Danke vielmals. 20 Minuten jetzt seit einem halben Jahr ein Hanni-Ticker, der mit News aus ihrem Podcast gefüttert wird. Die Geburt wird jetzt sicher auch ausgeschlachtet. Der Name des Babys ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich gibt es jetzt jeden Tag Buchstaben für alle Premium-Member von ihrem Podcast. Und der zweite Name des Kindes gibt es dann nur exklusiv auf OnlyFans. Der ganze Zirkus für ein Kind, das am Schluss irgendwie Sarah oder Deborah heisst. Alter, stell dir vor, es hat einfach Gentresa am Schluss. Bei US-Promis sind ja Namen von Ortschaften beliebte Namen für Kinder. Paris oder Brooklyn. Wir hatten hier ein paar Ideen für die Hannis. Wie wär's mit Hunzenschwil? Unterägeri oder der Klassiker Spreitenbach. Wir wünschen nur das Beste beim Elternsein. Macht's gut, all the love. Oder machen es vielleicht ein bisschen besser als die Eltern von diesen Kindern hier aus dem Wallis. Ihr seid ja nicht jemand, der irgendwie als Quereinsteiger in diesem Bereich arbeitet. Ihr seid selber Rennfahrer gewesen. Wie gut hilft das? Das ist aber eine komische Handbewegung in einer Live-Übertragung vom SRF an der Tour de Suisse. Also ich kenne mich da mit dem Velosport nicht aus. Ist das irgendwie ein Gruß? Macht man das beim Etappensieg? Was ist da? Moiri! Wo ist er, wenn man ihn braucht? Immerhin ist Tour de Suisse so wenigstens einmal in den Schlagzeilen gekommen. Ich meine, die Rundfahrt hat jetzt dieses Jahr wirklich niemand interessiert. Das sind wahrscheinlich die Söhne vom PR-Chef von der Tour de Suisse. So, Moritz, es läuft jetzt so gut mit den Einschaltquoten. Da kannst du mal hinter die Kamera schleichen und den Arm hochheben. Zusammengefasst, es gibt neuerdings nicht nur die junge Tat, sondern auch die sehr junge Tat. So, und rechte News gibt es jetzt im Recap. Haha, reingeschaut, willkommen zum Recap. Niemand hat darauf gewartet, trotzdem ist es passiert. Nach dem Germany's Next Topmodel-Finale ist auch klar, wer das ganze Koks vernichtet hat. Kokain. Oder wie man jetzt in Frankreich sagt, Sniffy. Eine neue Studie zeigt, in Aarau gehen am meisten Leute fremd. Was ist das? Der gute Aargauer würde ja fremd gehen. Ich bin ein Aargauer und bin stolz darauf. Was läuft eigentlich bei euch in St. Gallen an? Ob St. Gallen raus mit den Ballen? Die haben einfach mal vergessen, wie man sich in der Öffentlichkeit verhalten sollte, die Schweinli. Ein anderes Schwein ist in den Aaren baden, gut immer noch besser als das, was in der Seine schwimmt. Gacki nämlich, Vive la Merde. Noch ein Typ ist im Zoo Zürich ins Emu-Käg eingebrochen und hat versucht, das Tier zu streicheln. Emu nicht so schlimm, oder? Schlimmer ist Brot streicheln. Bäh, hoffentlich hat er nach dem Scheissen die Hände gewaschen. Wahrscheinlich nicht. Apropos Scheissen. So sieht es in meinem Darm aus nach dem ersten Kaffee. Okay, bye. Was ist denn diese Woche sonst noch hässiger von uns gesehen, Neil? Shit, jetzt wieder mal verpasst. Zu deinem Rant schreibt der Flo underline Shortstep Channing Tatum auf Meth am Haten, nachdem er von der Heilsarmee eingekleidet worden ist. Alter, der Channing Tatum auf Meth steht immer noch, also weißt du, ich meine, es ist für mich immer noch ein grosses Kompliment. Ja, das stimmt, du bist ja nicht der Matteo auf Meth. Florian Two-Step, Alter, hä? Gehen wir mal zusammen eine Folie rauchen, du und ich. Mua. Die Schweizer Imbisskette Burger King hat einen Rechtsstreit gegen Burger King verloren. Sie dürfen den Namen in der Schweiz nicht schützen, weil er zu ähnlich ist zu Burger King. Was? Ein Burger-Imbiss verliert gegen einen internationalen, milliardenschweren Fastfood-Konzern. Das ist unglaublich. Also die Anwälte von Burger King sind offenbar besser als ihre Hygiene. Burger King, legt euch vielleicht besser nicht mehr mit Burger King an. Legt euch vielleicht einen anderen Namen zu. Einen, der einer bestehenden Marke nicht so ähnlich ist. Wir haben hier ein paar Vorschläge für Namen, die ihr garantiert kein Problem bekommt. Mac Burek, Burek Way, Star Burek, Burek Bell, Kentucky Fried Burek, Dunkin Burek, Burekmeister,
Burek & Jerry's. M & Burex. M Burek. Ich glaube, es Coca Burek Zero. Burek Bull. Burek Bull Sugar Free. Ich glaube, es ist Check. Burek Bull Summer Edition. Es ist gut. Man Burek hat. Domino's Burek. Burek Bell. Costa Burek. Hey, ja. Burek Fellows. Easy, das war's gsi. Dean und Burek. Danke vielmals fürs Zuschauen. Burek Express. Nächste Woche gibt's dann Mr. Burek. Schaltet ein. Burek Point. Und falls ihr noch andere Burek-Namen habt, schreibt es doch in die Kommentare. Wir, Burek Joes. Lernt das Ganze von El Mateus. Bureko. Perfekt. Danke vielmals fürs Schauen. Bis nächste Woche. Bye. Holy Burek. Matthäus Lang. Union Burek. Mit und ohne Burek. Oh, Royal Burek. Burek World. Schweizer Radio und Burek.